Da 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 da. So, du kannst auch wieder loslaufen hier. Guck mal. Ich lass dich einfach mal loslaufen, obwohl ich das nicht mehr brauche. Ist egal. Hauptsache du läufst. So, dann machen wir hier noch einen Bogen. Die Hämmer sind weg. Okay, dann machen wir noch einen Hammer, oder? Ich glaube, wir machen noch einen Hammer. Ja. So. Mach noch einen Bogen. Ja. Jetzt wird da dir wieder so ein Blutmond, oder was? Denk schon, ne? Nochmal so ein Blutmond. Mal gucken, wo wir bleiben. Du hast wieder Geld. Ich sehe das doch. Da hat der Geld. Da liegt noch mehr. Die haben auch noch Geld. Wird's wieder ein bisschen viel, ne? Der hat auch noch Geld. Alle geben sie mir ihr Geld. Hier, nimm! Ich will's nicht! Okay, alles gut. Da fällt schon wieder die erste Münze runter. Ah, geht doch rein. Guck mal gerade, was meine Jungs hier machen. Schauen wir mal. Vielleicht sind sie ja angekommen. Hier läuft irgendjemand so rum. Also angekommen sind sie dann doch noch nicht. Ich habe auch Angst, dass jetzt was passiert. Denn wir nähern uns ja jetzt gerade dem Portal, ne? Kann ich mal in dein Königreich reisen? Warum? Willst du mir auch Geld geben? Kannst du jederzeit kommen. Brauchst du nicht mal in mein Königreich. Ich frage mich, ob ich mich tatsächlich zu dem Portal hinarbeiten muss. Das Portal ist weg. Eine Woche Urlaub kostet 10 Münzen und in der Zeit wirst du mit 40 beworfen. Das wäre klasse, ne? Aber das Portal ist weg, oder meine ich das nur? Hier, komm mal mit. Den biete ich eine Zuflucht. Nö, wie nö? Was ist denn hier nö? Was ist das denn hier? Eine Ruine? Soweit, warum? Ich bin doch schon mal so weit gewesen. Was ist denn hier los? Hier ist wieder so ein Schild. Guck mal. Ui, Schild. Aber das Portal ist tatsächlich weg. Schaut mal. Muss ich jetzt einfach nur hier warten? Es kommt erst noch. Ist das nicht schön? Ein Sonnenaufgang am Meer, am Steg. Wie romantisch. Ja, also hier ist kein Portal mehr. Das bedeutet ja aber, dass auf der anderen Seite jetzt wahrscheinlich noch die Belagerung weiter stattfindet, oder? Geh mal noch einen Schritt. Konnte ich nicht. Also der Steg hat am Ende tatsächlich blockiert. Ich konnte leider nicht ins Wasser springen. Kein Suizid möglich. Denn ich glaube, mit Pferd schwimmt sich's nicht gut. So, ich bleib mal hier bei den Jungs. Vielleicht haben die ja das Portal kaputt gemacht. Wer weiß. Vielleicht haben die drauf geschossen. Die haben schon wieder Geld für mich. Hört da auf. Ah, das dauert so lang, ne? In der Zeit kann man sich mal strecken. Ich weiß nicht, was können wir denn noch machen? Ah, diese Warterei. Ist aber ein klassisches altes Spiel, ne? Also, wenn man so an die älteren Spiele denkt, da hatte man immer so einen Zeitpunkt, wo man einfach mal ein bisschen länger warten musste, ne? Ist ja auch kein Speedboot, ja, tatsächlich. Aber ich meine, die Leute könnten ja eins draus machen, oder? Ich meine, gut, es ist jetzt ein Typ, ist jetzt nicht ein PS, aber man kann ja ein MS sagen. Und ein MS, sagen wir mal, sind so ein Viertel PS. Jetzt haben sie zwei Leute. Das heißt, sie haben ein halbes PS. Hätten sie mal 10 Leute dran geschickt. Ich habe doch so viele Leute. Sollen die Bogenschützen halt auch mal ein bisschen schieben, statt sich da oben drauf zu stellen und zu chillen? Was soll das denn? Die können doch alle da helfen. Sollen sie mit 50 Mann da schieben und dann haben sie das innerhalb von einer Sekunde da drüben.
Oder mal ein paar Rüderchen. Soll ich Ruder bauen oder so? Da war doch noch genug Holz. Hätte ich alles nutzen können. Nein. Geht alles nicht. Hier, guck mal, ich hab Geld. Guck mal, hier. Ganz viel Geld. Wie, willst du nicht? Nur die eine Münze. Nimm mein Geld, verdammt! Nimm es! Er will's mir nicht. Er will's nicht. Er will das Geld einfach nicht. Ja, jetzt behalt's doch. Ich schmeiß sie doch nur wieder ins Wasser. Oh oh. Oh oh. Portal. Portal. Portal? Wo kommt das her? What the f. Ich bin mal weg. So gut wie möglich. Wo kam denn jetzt das Portal auf einmal her? Das nächste Mal kaufst du dir eins mit Elektromotor für die Umwelt mit Energie aus Kohlekraftwerken. Ja, genauso machen wir's. Der 15. Tag ist angebrochen. Wofür sind eigentlich die Wappen, die ich da machen konnte? Was haben die für eine Bedeutung, diese blöden Wappen? Das hab ich bis jetzt noch nicht kapiert. Hier, kriegt er erstmal wieder ein bisschen Bonus. Sowieso so viel. Da, da sind sie. What? Ja, genau. Übertreib. Ja, ja, ja. Hätten die nicht eigentlich auf dem Schiff sein sollen, die Leute hier? Waren die nicht beim letzten Mal auf dem Schiff? Aus den Wappen werden Ritter. Ach so. Tatsächlich? Ey, ich hab mal gewusst, ey. Dann hätte ich das gleich gemacht. Kann ich noch mehr? Kann ich noch mehr? Hallo? Komm. Ah, nein. Ich verliere wieder all mein Geld. Ich müsste doch hier überall so viele Leute haben. Aber hier fehlen ja jetzt wieder zwei Wappen. Oder meine ich das nur? Wieso kann ich denn da keine neuen machen? Wir haben jetzt mal Mittagspause. Ja. Hm. Ich gebe mal gerade ein bisschen Geld einfach aus. Hier ist noch mehr Geld, was ich ausgeben kann. Was ist das? Leute. Nachdem das Schiff abgefahren ist, höchstwahrscheinlich kannst du nur vier haben. Ja, aber zwei Schilder sind ja weg. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Oh. Ich habe eine Eskorte. Die machen jetzt das Portal kaputt. Geil. Wahrscheinlich sind die dann mit dem Schiff verreckt, wa? Sind jetzt alle down. Meine Eskorte hier. Guck mal hier, das Geld. Nein, nicht du, der hier. Das ist bestimmt einer der Bauarbeiter. Verreckt jetzt. Hier einfach mal was hinbauen, klar. Da ist noch einer, ist wahrscheinlich auch einer der Bauarbeiter. Ja, kommt, Jungs. Was schlaft ihr denn da ein? Die Hans-Wurst-Armee greift an. Swarmen. Hast du noch was gelernt, ne? Das ist Sparta. Ja, tatsächlich. Ja, hier, guck. Die haben wieder keine Bauarbeiter mehr. Und da ist das eigentliche Portal. Das ist jetzt weg, weil wahrscheinlich Tag ist. Was kann ich denn hier machen? Was kann ich denn hier machen? Da war doch gerade das Portal. Ich bin sichtlich irritiert. Muss ich an der Stelle mal sagen.
muss ich wieder zurückreiten und Bauarbeiter bauen, kann das? Ich habe nämlich keine Bauarbeiter mehr. Ah doch, da sind welche, aber trotzdem muss ich Bauarbeiter machen. Die schlendern hier so schön her. Zum Glück habe ich jetzt da vorne meine... Es wieder aufbauen. Ja klar, ich baue das Portal auf, damit es mich angreift, oder was? Ja, 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 ja. Wäre witzig. Total. Ich schneide mir mein eigenes Fleisch. So. Ups, ich lasse gerade ein paar Münzen fallen, aber es spielt ja eh keine Rolle. Komm, Pferd, hast du genug geschnauft? Endlich, weiter geht die Reise. So, Bogenschützen wieder pimpen. Hier sitzt keiner mehr an den Katapulten und so. Ich glaube, ich baue jetzt tatsächlich einfach nur Hämmer, 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 Hämmer. Weil nicht, dass die mir jetzt hier meine Burg einrennen, ne? Das wäre ja echt kacke. So, ist hier hinten jetzt alles kaputt oder was? Das sieht nicht gut aus. Fuck, die haben mich hier eingerannt. What? Hammer Time. Die haben mich hier überall eingerannt. Oh, das ist nicht gut. Musik. Ich weiß nicht, was sie bedeutet, aber wir haben Musik. Gerade eben hatte ich so viel Geld. Ist alles weg. Wundert dich das ohne Verteidigung? Nee, ich weiß auch gar nicht, wo die Verteidigung hin ist. Das wundert mich. Sparta ist nach links gelaufen. Ja, das stimmt. Ich laufe jetzt einfach mal. Eigentlich kann mir das der scheißegal sein, was gerade mit meiner Burg passiert, oder? Ich brauchte einfach nur das Kackschiff. Oder sehe ich das falsch? Aber für das Kackschiff brauche ich Kackarbeiter. Jo, und jetzt? Cool, jetzt bin ich hier in so einer... Wenn die Burg zerstört wird, ist Game Over. Okay. Das war gerade mit dem Portal. Was? Wozu? Wozu kann ich das machen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Du brauchst das Schiff, um wieder aufzulaufen. Ja, 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 ja. Und eine neue Burg zu bauen. Ich weiß aber auch nicht, ob da mit der Zeit neue Features und so eingebaut werden. Mann, du hast es doch nicht mehr weit. Jetzt gibt doch ein bisschen Gummi. Ich meine, die Armee, die ich da jetzt habe, das ist ja tatsächlich die Armee, die ich ja dann über die Schilde gebaut habe. Dann frage ich mich, was ist mit meiner Burg passiert, dass die sich so zerstört hat. Naja. Ich meine, da waren ja noch zig Bogenschützen, aber die verteilen sich immer so bescheuert, ne? Dazu ist, um zu deiner Burg zu schauen, dazu ist, glaube ich, das Portal. Ah, okay. Kann natürlich sein. Aber jetzt... Ich lebe ja noch und ich denke mal, über Tag schaffen wir es bis zum Steg, oder? Aber ich kann ja mal zu meiner Burg schauen. Das ist eine gute Idee. Mit dem Portal zur Burg schauen, mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, da ist der Schrein. Burg steht zumindest noch. Aber bis zur Burg komme ich ja gar nicht. Ist ja beschiss.
Alter, all deine Bogenschützen sind bei dir, die sind nicht in der Burg. Ja, aber das sind doch diese Bogenschützen über die Wappen, die wir da gemacht haben. Das sind doch nicht die Bogenschützen, die ich da hatte. Die einzigen, das sind halt die vier, die hier rumstehen. Aber mein Gott, oh Scheiße, jetzt brauche ich auch noch Geld dafür. Wird sich doch echt flachsen. Okay. Alles klar. Machen wir so. Sehr gut. Ach, jetzt hör auf, dich aufzubäumen und lauf, Kackpferd. Über die Wappen hast du die Ritter mit den Schwertern gemacht. Bin mir nicht so sicher, ob du da recht hast. Einfach mal so gesagt. Ich glaube nicht, dass du recht hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle meine Bogenschützen dahin sind. Zuerst noch, ich habe so viel Geld, wohin? Und dann, damit ist, was? Moment, zuerst noch und zuerst noch. Ich habe so viel Geld, wohin denn damit? Das ist zu viel. Ja, war ja auch so. Jetzt auf einmal nicht mehr. Was soll ich denn da machen? Jetzt habe ich auch niemanden mehr, der mir hier Geld geben kann, oder was? Doch, da liegt Geld. Ha! Die fleißigen Bauern! So sieht's nämlich aus. Die fleißigen Bauern. Die ehrlichen Leute. Die geben einem das, was ein König braucht. So sieht's nämlich aus. So, jetzt muss ich noch irgendwie da hinkommen. Das ist das Wichtige. Ich muss noch da hinkommen. Das wäre so kacke, wenn ich jetzt auf den letzten 20 Metern da noch die Burg verliere und deswegen komplett verliere. Weil ich einfach nur keine Lust mehr habe, mich noch weiter um die Burg zu kümmern, weil das Schiff jetzt da ist. Ich will ja jetzt zu dem Schiff und nicht noch hier rumdödeln. Die Bauern retten deinen armen Geldbeutel. Ja. So macht man das mit einer 100% Steuer hier. Aber wer weiß, wie viel Geld die mir mittlerweile geklaut haben. Die haben mir ja nur so ein paar Münzchen da gegeben. Haben sie bestimmt alles eingesackt. Ach ja, auf zum Steg. Da ist das Portal, das brauche ich aber nicht. Das ist sowieso Schrott, denn ich komme nicht mal bis zum Ende meiner Stadt. Ich lebe anscheinend noch. So, los geht's. Fahr uns zum nächsten Unglück. Ja, hat nur 27 Tage gedauert, ich weiß. Schwarzarbeiter. Und dabei waren die von Hauttyp weiß, ne? So, und dann gucken wir jetzt nochmal kurz ins nächste Level und wenn es dann wieder das gleiche ist, dann werden wir dann das Let's Play oder beziehungsweise dieses Spiel an der Stelle aufhören. Kann ich jetzt hier irgendwas? Ah, okay. So. Ne, da oben will ich hin. So, und gucken wir mal, ob das jetzt was anderes ist oder wieder das gleiche. Schauen wir mal. So. Da ist der Geist. Der zeigt nach hier drüben. Gucken wir uns das mal an. Schauen wir uns, wie sich der neue und schielende Captain schlägt. Anscheinend nicht gut, kann ich schon mal an der Stelle sagen. Also ist es tatsächlich jetzt wieder das gleiche, oder was? Was denn hier mit meiner Armee? Warum kommt die denn nicht mit? Was soll das denn? Aha. Wozu habe ich euch denn? Zum Rumstehen. Ach, da ist schon wieder ein Schiff. Ich muss jetzt tatsächlich wieder hier zu dem Schiff, oder was?
Nee, an das Schiff kann ich zumindest schon mal nicht. Aha. An das Schiff kann ich nicht. Also noch ein Schiff hätte ich jetzt auch nicht gebaut, das sage ich euch. Wie kommt noch? Was kommt noch? Hier sind wieder Leute. Also wenn es wirklich immer nur diese beiden Zeitalter gibt und immer nur so ein blödes Schiff, was man aufbauen muss, dann würde ich dann jetzt hier tatsächlich aufhören. Konntest du am ersten Tag beim letzten Mal auch nicht? Nee, nee, natürlich nicht. Ach so, okay. Dann gucke ich da gleich nochmal nach. Ich glaube immer noch, dass du das Schiff bauen musst. Ja, ich gucke gleich nochmal nach. Ich schau mal. Schau mal, wie weit es geht. Haben wir wieder so einen Schrein. Für unsere Bogenschützis. Wow, und da ist das Portal. Ja, okay. Es wird also wieder dasselbe sein. Na gut. Schade. Ich hatte gerade tatsächlich so ein bisschen darauf gehofft, dass man wenigstens immer mal wieder so ein bisschen was anderes machen muss in dem Spiel. Und nicht immer das Gleiche, weil es beschränkt sich ja dann jetzt tatsächlich auf diesen Mechaniken, dass du immer deine kleine Stadt hast, die baust du immer von vorne auf, ist ja auch noch okay. Aber dann dieses immer wieder ein Schiff bauen, immer wieder die gleichen Schreine, die gleichen Optionen, da immer die gleichen die gleiche Aufbauweise. Das Einzige, was sich wahrscheinlich ändert, ist die Schwierigkeit. In Form von, jetzt kommen, keine Ahnung, aus den Portalen mehr Gegner oder so. Die Nächte werden schlimmer und die Gegner werden stärker und mehr und keine Ahnung. Aber das hält mich ja dann nicht am Spielen, ne? Und wenn das jetzt tatsächlich so der Fall ist, dann werde ich wahrscheinlich dann hier einen Strich. Aber was mir aufgefallen ist, wir haben keinen Händler. Ist das richtig? Wir haben keinen Händler. Beim letzten Mal haben wir die Soldaten nicht behalten, kann das sein? So, Tag ist rum. Nacht ist rum. Der Tag ja sowieso, aber die Nacht ist rum. Die Frage, wie komme ich denn jetzt an Geld? Auf jeden Fall kein Händler. Na gut, dann gucken wir doch noch mal kurz zum Schiff und wenn ich dann beim Schiff dann wieder hier alles von vorne machen muss, dann hören wir dann an der Stelle auf. Ich will noch kurz was anderes. Ja, okay, wir müssen also wieder das Schiff aufbauen. Und damit ist das für mich dann hier mit erstmal erledigt. War auf jeden Fall ein lustiges Spiel. Hat Spaß gemacht. Oh, hier ist eine Kiste. Jetzt weiß ich wieder, wie ich an Geld kommen kann. Genau, ich suche einfach Kisten. War ein lustiges Spiel, hat Spaß gemacht. Ich kann ja mal gucken, wie teuer das ist. Ich glaube, das waren irgendwie 10 Euro oder so. Vielleicht ist die Schwierigkeit, ich guck sofort, was du sagst, vielleicht ist die Schwierigkeit bei diesem Level, dass du dich ausschließlich durch Jagd und Landwirtschaft finanzieren musst. Ja, es kann ja sein, dass die immer versuchen, so eine Kleinigkeit dazu zu bauen, damit es ein bisschen schwieriger ist. Das Spiel kostet aktuell 5 Euro auf Steam. Das Angebot gilt noch bis morgen. Bis morgen 19 Uhr. Und ansonsten ist der Normalpreis 15 Euro. Ja. Eigentlich okay. Wenn man auf so einer Art Spiel steht, ist das definitiv okay. Ja. Ups. Spiel. So, dann speichern und verlassen.